Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, aber wie bin ich wohl hier hingekommen? Ja, ganz einfach, ich kann fliegen! Und ja, das beschreibe ich hier so hat rumrennen durch die Stadt sehr, sehr, sehr viel. Okay, in der letzten Folge haben wir Freezer und Cooler platt gemacht und endlich in der Story ein bisschen weitergemacht. Und ja, diese Folge wird storymäßig nichts passiert, aber in der nächsten. Und zwar, was müssen wir jetzt machen? Ich habe offscreen ein paar Sachen gemacht. Und zwar habe ich auf Namek hier, also für den Oberältesten, die ganze Zeit Dragon Balls gesammelt. Und zwar so lange, bis ich, weiß nicht, 20, 30% irgendwie sowas hatte. Wo steht's? Da, 30%. Und ja, jetzt will Nail irgendwie, dass ich den Oberältesten besuchen kann. Dass ich den besuchen kann, okay. Dass ich den Oberältesten besuchen kann jetzt. Ich kann ihn jetzt besuchen. Ende. So, gutes Deutsch. Boah. Übrigens, falls euch das Video gefällt, dann könnt ihr euch ja mal einen Ruck geben und ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Ne? Gut, okay, gut. Danke, tschüss. Ja, der gibt uns hin und wieder mal ein paar Sachen zu essen. Was? Okay. Ich hätte vielleicht lesen sollen, was der gesagt hat. Okay. Hat es ein ganzes Outfit gegeben, aber ich glaube, das ist irgendwie für nee, für Namekianer bestimmt, ne? Will irgendwie Sinn machen. Ich kann es nicht anziehen. Okay. Dreck. So, hier kann man leider nicht fliegen. Ja, ich glaube irgendwie, es geht nicht weiter hier mit Dragon Ball suchen. Da war übrigens nichts Besonderes. Wir haben eigentlich alle Gegner, die wir bisher getroffen haben, noch mal bekämpft, also wir mussten nicht bekämpfen, wir konnten eigentlich auch nur die Dragon Balls sammeln, aber ich habe sie alle bekämpft immer und ich glaube, das hat mir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gegeben, weil ich immer so 100.000 oder so bekommen und war dann immer kurz vor einem Level Up, nachdem ich so eine Mission erledigt habe. Ja, die Mission scheint irgendwie nicht weiter zu gehen, habe ich so ein Gefühl, deswegen gehen wir mal da rein und gucken mal, ob wir danach weiterkommen. Ja. Oberhälste, dann kann ich nicht mehr ernst nehmen, seit Dragon Ball Abridged. Sehe nix. Willkommen, die Leute hier nennen mich den Oberältesten. Ich bin der Anführer dieses Planeten. Nail hat mir von deinen Taten berichtet, aber jetzt, wo du vor mir stehst, kann ich mir endlich sicher sein. Du stammst nicht von hier, du stammst nicht mal von dieser Welt. Aber das kümmert uns nicht. Du scheinst nichts vom Bösen angetrieben zu sein. Bitte sei dir mein Auge. Sei dir mein aufrichtiges Dank für gewiss, dass du diesen Planeten beschützt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit möchte ich deine innere Stärke erwecken. Bitte geh entlang. Jetzt warte, bis ich ganz tief in dich hineingreife. Und etwas aus dir herausziehe, was du nicht zu träumen gewagt hast. Die Standardwerte von Attributen reichen von 1 bis 100. Aber wenn du den Oberärzten erneut besuchst, wird dieser Bereich auf 1 bis 125 erweitert. Wie fühlst du dich? Du sollst dich jetzt stärker sein als vorher. Du wirst sehr stark sein müssen, um die Ziele zu erreichen, um dieses Land zu beschützen. Ich bete, dass du die Stärke nutzt, um uns alle zu schützen. Wir zählen auf dich. So, okay. Ich bin aber nicht stärker geworden, ne? Ich bin irgendwie Level 44, glaube ich. Ja. Du immer sehr, weiß ich nicht, gleichmäßig aufleveln. Ja, Maximum bringt mir ja sowieso nichts, weil ich glaube nicht, dass man so viele Punkte bekommt. Da war jetzt mal drin, ne? Okay, was gibt's noch? Ich habe ein paar Meister auf Maximum gelevelt. Und zwar Vegeta, glaube ich. Vegeta, Nappa, Piccolo und Raditz. Ein paar davon hatte ich schon vorher, ne? Nappa und Raditz, glaube ich. Die tun wir irgendwann ein andermal so abklappern. Erstmal machen wir ja alles, was noch so nebensächlich passiert ist. Majin Buus Haus habe ich ein paar neue Leute gezeugt. Und ja. Was ich jetzt machen will, ist. Naja. Wie es aussieht, ist hier Namek. Hier bin ich noch nie gewesen. Und hier warten auch Meister auf uns. So wie Freezer, Ginyu. Und irgendwann hat mich Dodoria angeflogen und zum Kampf herausgefordert. Also ja. Weiß nicht, was es damit auf sich hatte. So, da ist Zabon, der ist ein Ausbilder. Der auch, mein Gott. Sollen wir die alle zu unseren Meistern machen? Ja, ne. Nee, ach, du bist es. Das einmal habe ich glatt vergessen, aber es ist okay. Du kommst gerade rechtzeitig.
Dieser Angeber zaubert und sagt mir, wir haben einen mächtigen neuen Rekruten. Wie? Was? Was schaust du so? Ah, du hast auf mich gewartet. Ah, ich habe mich wohl nicht vorgestellt. Ha, ich bin Dodoria, die rechte Hand von Lord Freezer, dem Herrscher des Universums. Sag mal, das denn? Sieht's aus, als würdest du einen guten Soldaten abgeben. Ich sollte dich als Schüler mit auf mein Schiff nehmen. Meine Einladung lebt man nicht einfach. Geh, ha. Okay, du bist jetzt mein Schüler. Ich werde mich gut um dich kümmern. Der Schöning Zauber macht sich bei mich lustig, wenn ich nicht meinen Soldaten richtig ausbilden kann. So, jetzt muss ich erstmal sehen, wie stark du bist. Genau. Ja. Schauen wir jetzt mal, ob du mit mir klarkommst. Mach mich fertig. Tu mal ein paar Ausbilder freischalten, die ich dann offscreen wieder leveln kann. Ne? Bei Lequest habe ich sowieso nicht so viel gerade zur Auswahl. So kann man auch direkt das machen. Ja, komm her, du dicken Dodoria-Strahl, ehrlich. Ich bin Level 44, also dürfte die Kämpfe nicht so lange dauern. So, ja, puff. Wir müssen ja immer die ersten Kämpfe machen, damit wir die freischalten können als Meister. Machen wir jetzt ganz schnell. Ja, viele Erfahrungspunkte gegeben. In der nächsten Folge machen wir, nehme ich mal an, mit der Cyborg-Saga weiter. Also vielleicht kommt ja auch Dings hier. Weiß ich nicht, ob der diesmal vorkommt. Metall Freezer. Das Ausbleibensfügler. Ich bin voll aufs Essen besessen. Wie dein Training auch, das reicht vermutlich. Geh alleine oder später oder irgendwie was trainieren. Na, den haben wir jetzt auch als Meister. Ja, kann ich auch wieder den offscreen hier trainieren. Mir fehlt einer, Zaborn. Eine Stärke müsste eigentlich Dodoria kommen, aber was soll's. Du wohnst also auf diesem Planeten. Du scheinst jedenfalls sehr viel Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben. Denkst du auch, diese Fähigkeiten in unseren Dienst zu stellen? Wenn du mir zeigst, was du kannst und mich überzeugen kannst, dann kann ich dir einen Platz in unseren Reihen anbieten. Ich heiße Zaborn. Ich bin die rechte Hand von Lord Freezer, dem Herrscher des Universums. Komm wieder und sprich mit mir, wenn du Interesse hast. Ich kann dich zu einem Spitzenkämpfer machen. Vorausgesetzt das nötige Temperament und die nötige Motivation. Du bist also hier, um mir zeigen, was du kannst. Hervorragend. Du hast ein gewisses Potenzial. Sondern lass uns mit der Prüfung deiner Kraft und deinen Gedächtnisses beginnen. Selbst wenn du stark genug bist, um meinen Planeten zu zerstören, nützt uns das nichts, wenn du das Gelernte nicht merken kannst. Bla bla bla. Mach mich fertig. So. Wie gesagt, offscreen tue ich dir an irgendwie hier. Während ich Dragon Balls oder irgendwie sowas sammle, hochleveln, mache ich die zwei Meistern, tun den Balken hier hochballern. Wer weiß, ob ich das überhaupt mit jedem Charakter mache, weil es gibt ja ganz schön viel langsame Bewegung und ich ein einschüchterndes Gelächter, okay. So, Gegner anlachen, willst du mich verarschen? Was ist das? Die Angriffe, die ich hatte. Ich habe mich alle die Angriffe, die ich ausgerüstet hatte. Wange, verwegenes Lachen, geil. Ich kann jetzt meine Gegner anlachen. Stell dich mal vor, ihr kämpft gegen jemanden. Er macht einfach. Lacht einfach nur wie so ein Gestörten. Ein Spezial zum Urlaubsviertel an, okay. Machen wir das mal. Oder? Ich habe absolut nichts dagegen, dass du dich so anschließt. Es wäre sogar Verschwendung, dich als einfachen Fußsoldaten mitzunehmen. Fürs Erste bringe ich dir die Grundlagen des Kämpfens selbst bei. Ich habe dir deine Fähigkeit zu zählen. Lord Freezer wird stolz sein. Okay, guck mal, die haben Schuhe gemacht. Ich glaube, im Urlaubsviertel, da waren wir auch noch kein einziges Mal. Ich war da auch offscreen auch noch nicht. Ich glaube, das ist da hinten, wo die Palmen sind, ne? Wir können ja jetzt dahin fliegen, da ist halt so locker. Warte mal. Habe ich hier schon den Teleporter aktiviert? Nö. Mir aufgefallen, man muss die ganzen Teleporter natürlich hier aktivieren, damit man hier sich durch die Gegend porten kann. Wo ist es? Und ob es will. Uff. Na, sie haben Schuh und da liegt was. Ich glaube, den Ding jetzt habe ich aber schon hier aktiviert, den Teleport, ne? Ja, aber ich habe ja noch nichts gemacht. So, wir haben Schuh, was machst du hier? Auch Milchauslieferung. Mach mal einmal on screen und dann wenn das kann ich irgendwie halt immer auf screen machen. Habe ich bei Krillin auch gemacht hier die ganze Milchlieferung. Wollen wir nur einmal sehen, ne? Ach hallo, gutes Timing. Könntest du mir mit etwas helfen? Keine Sorge, nichts strapaziöses. Ich will nur dieses neue Trainingsmethode ausprobieren. Du willst wissen, was für eine Art Training? Höre zu. Ein Spezialtraining, das ursprünglich Muten Roshi erfunden hat. Selbst von Goku und Krillin haben es verwendet.
Man nennt es die Schildkrötensteinjagd und klingt spannend, nicht wahr? Auch wirst du jetzt einen Stein hier weg und ich muss den finden. Schildkrötensteine suche. Je schneller du sie findest, desto bessere Belohnung erwartet sie. Schildkröten können wie andere Objekte auf der Stadt auftauchen. Okay. Ja, kein Problem. So, ich habe einen Schildkrötenstein. Ja, wenn du mir mindestens eins zurückbringst, hast du bestanden. Je mehr Schildkrötensteine du findest, desto mehr Punkte kriegst du. Finde so viel wie möglich, wenn du es schaffst. Ach, auch während der Jahr kannst du nicht kämpfen, sonst endet das Training. So, legen wir los. Ich dränge mich mit diesem Wurf wirklich an, also sei bereit. Mein Gott. Mach mal schnell, der hat dahin geworfen, okay. In den Wald bestimmt, ne? Mein Gott, das wird Throwback zu Dragon Ball. Ah, hier. Hey, gefunden. Das ging schnell. Gefunden. Nicht schlecht, aber wenn ich dir zusehe, denke ich mir, das ginge noch schneller. Willst du mich verarschen? Es war ein gutes Workout. Und das ist schön, dass du ab und mal ins Schwitzen kommst. Später kannst du wieder normale Lektionen absolvieren. Ist ja inzwischen deine Pflichten als Zeitsoldat nicht schleifen. Stand da, glaube ich, oder? Okay. Da ist hier. Das ist das Kamehaus, wo die gemeinsamen Dienste genutzt werden können. Das Kamehaus ist genau der richtige Ort für Soldaten, die ein Team bilden wollen. Sobald du dein Team zusammengestellt hast, sammelt ihr euch im Kamehaus, um als Parallelquest zu erkämpfen teilzunehmen. Das Kamehaus immer dann, wenn du mit den Zeitsoldaten vorhin zusammen kämpfen willst. Natürlich, du kannst auch alleine herkommen. Aber ich weiß nicht so, was du damit bezweckst. Okay. What? Okay, ich bin aber, glaube ich, gar nicht online, ne? Ist aber so eine Sache, ja. Will manchmal funktionieren, manchmal nicht. Hi. Hey, das Auto habe ich sogar. Als Spielzeug, nur in weiß. Okay, cool. Geil. Okay. Ja. Wir werden nichts online machen. Irgendwie Teamfindung oder irgendwie sowas. Geht da nicht schon so? Im Menü. Hey, da liegt was. Gut, suchen wir uns neue Meister. Ach ja, und den Dings-Test will ich auch noch machen hier, damit ich mehr Meister finden kann. Kann ich ja, glaube ich, auch wieder machen. Und Extension Antipoden. Ich weiß nicht, soll ich die Meistern auch? Wieso fliege ich hier eigentlich durch die Gegend? Ist da unten schon so ein Teleporter? Weil nicht, ich muss hier jeden noch mal, wie Apollo ist da unten. Also jeden verdammt noch mal. Der ist blau. Okay. Hatte ich noch nicht. Bambuswald. Okay, da ist Apollo. Was will der denn? Der ist blau. Als Saiyajin? Was hat ein Saiyajin denn hier verloren? Und mit Saiyajin sind ein Kriegerfolg. Will wir uns von dir zu uns machen können? Ja, was hältst du davon, für Frieda mit zu kämpfen? Wir brauchen eine. Ach ja. Ja, haben wir ihn schon? Wenn du selbst dann nicht so. Ja, wird früher oder später das ganze Universum wird. Ja, ich bin auch schon Mitglied. Legendärer Super Saiyajin. Verdammt. Ja, ich komme ich in Super Saiyajin danach verwandeln. Wir sehen es von Goku und Krillin. Das klingt wie die Mission von Dingens. Xenoverse 1, wo man Super Saiyan freischalten konnte. Oh, ich bin jetzt alleine, ne? Ja. Ich bin alleine, weil Dingens hier. Weil ich die so angenommen habe. Da kann man auch weiß. Ah, Freezer, oh nee. Ihr Lieben. Warte, ich hab sie. Boah. Alter, dann auf mich zu ignorieren. Ich habe eine normale Energieladung, ja, maximale Ladung, aber die will ich nicht ausrüsten. Soll er Geld mir? Nein. Ich habe übrigens die ganzen Trainingseinheiten gemacht hier bei dem alten Kaioshin. Einige davon waren ganz schön schwer. Am Ende irgendwie so 20 Mal hintereinander eine perfekte
Dingens machen, ey. Oder 10-mal. Ich glaube, so 10-mal hintereinander eine perfekte. Also, was hat denn? Perfekte Abwehr. Also immer im richtigen Moment, bevor der angreift, abwehren, drücken. War ganz schön schwer. Jetzt weiß ich wesentlich, wie man jemanden angreift von hinten. Einfach nur in die Richtung drücken. Das ist jetzt dieser Angriff? Nee. Oh. Ja, trotzdem hat das Gefühl, man hat nicht so wirklich eine Kontrolle in diesem Spiel. Wurf, Wurf. Der Angriff ist, das ist ja nicht der von Super Saiyan 3, Son Goku. Vielen Spielen hat er irgendwie diesen Angriff, glaube ich, gehabt. Ja. So, also kann man auch zurückwerfen, wenn man im richtigen Moment 1 drückt. Wusste ich alles vorher nicht. Ich habe es erst im Training gelernt. 13 Trainingseinheiten waren, glaube ich. Ich auch trotzdem mehr so auf Dingen zurückgreifen, auf Nahkampfangriffe, weil die irgendwie am besten sind. Ich glaube, seid ihr in 24, oh Gott. Und du machst Freezer fertig. Boah. Warte, ich habe kein Dings gehabt. Boah. Wie die mich immer ignorieren, ne? Ja, so blöd, dass man jetzt die Angriffe nicht mehr so verbinden kann mit super Angriffe. Hey. Hier, fällt jetzt auf mich los. Wird so respektlos. Ja, guck dich das an. Ich treff's doch mit nichts. Warum bleibst du hier, verdammt? Auf damit. Auf Lord Freezer anzugreifen, verdammt. Ich hoffe, das geht auch so als Freezer-Truppe, Mission, wie auch immer man das nochmal nennt. Das muss ich als Krillin erledigen, ne? Das war die Mission, wo man Super Saiyan bekommen konnte, das weiß ich noch. Ja, I'm insane from Earth. Ja, mein Zehn. Oh, Krilli. Aber zum Teufel. Mehr Raffi. Ah. Verweilt sich in Super Saiyan. Was? Finde ich aber gut, dass er nicht mehr so glücksabhängig ist wie im ersten Teil. Im ersten Teil hat man genauso ausgeführt, weil dann ist es noch irgendwie so glücksabhängig, ob das irgendwie eintrifft. Das fand ich richtig doof im ersten Teil. Boah, jetzt bleibt doch mal hier. Weißt du, da musstest du, da gab es auch die exakt gleiche Mission. Boah, bleibst du mal hier. Ja, und dann hat man genau das auch noch gemacht. Und dann ist es auch noch glücksabhängig, dass es eingetroffen ist. Das fand ich richtig doof. War voll unnötig. Das muss man irgendwie jede Mission irgendwie 20.000 Mal machen. Aber beim ersten Mal nicht geklappt hat. Hier ist der Wesen immer sofort. Oh, ich drücke das die ganze Zeit aus Versehen. Ich will ja gar nicht machen, obwohl ich jetzt weiß, wie das geht. Einfach nur so geradeaus den Gegner drücken, also nach vorne und Viereck. Dann kann er den so stunnen, so buff. Komm mal her. Ich habe mal den ganzen Kaioken-Kamera mehr reingepackt. Weil das andere ignoriert mich ja vollkommen. Notice me, Senpai. Notice me, Son Goku, Senpai. Oh, leck mich doch an. Bleib so gefällig hier. Oh, der hat sich zurückverwandelt. Cool. Kampf von Son Goku an. Fall um. Aber ich krieg mal nicht mehr Super Saiyajin, so wie im ersten Teil.
Ja. Okay. Und hat erledigt. Jetzt noch Freezer und ich glaube, Ginyu ist ja auch irgendwo rumgelaufen als Meister. Da komme ich ja gar nicht zu, die Dinge zu machen. Oh, jetzt kommt er natürlich. Das mache ich auf Screen. Oh, das ist wohl geschafft. Danke für die Hilfe da draußen. Die Super Saiyajin konnte sich wohl doch nicht mit Lord Freezer messen. So, warten wir. Niemand im Universum kann es mit Lord Freezer aufnehmen. Ha, endlich ist die Zukunft der Freezer-Armee gesichert. Genau so ist sie. Du hast gut geschlagen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit dem Volk gerechnet. Danke. Falls wir wieder Hilfe brauchen, werde ich mich bei dir melden. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Okay. Ja, ist am Rollen. Mal ganz schnell an Namek. Wuff. Nur Freezer. Ich meine, Ginyu ist ja auch irgendwo rumgelaufen. Da ist er doch. Hey, du Idiot, hoch mit dir, gerade stehen. Du kommst ja rüber wie ein Gammler. Ich fliege ja auch. Gut, du hast einen robusten Körper und scheinst das Kämpfen gewöhnt zu sein. Aber wichtig ist es, dass du Feuer in den Augen hast. Gut, denn andere muss ich das nicht sagen, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich will gute Ergebnisse von dir sehen. Die Bühne gehört dir, also geh mit den Kräften bis ans Limit. Ausgezeichnet, mein fantastischer Partner. Und ich werde deine Wünsche erfüllen. Mit diesem Spezialkurs des Ginyu-Sonderkommandos bist du im 0,0 ein Elite-Soldat bei der Freezer-Armee. Nein, nein, du musst nicht antworten. Ich weiß, was du sagen willst. Wir können dein derart wunderbares Angebot ablehnen. Endlich bist du bereit. Du hast ganz schön lange gewartet. Bla 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 bla. Mach mich fertig. Tschüss. Kampfpose erst. Yay. Das F steht für Freezer. Nein. Keine Ahnung. Es gibt einfach A, B, C, D, F, G, A, J, K, M. Request you for weg zu Blunt Z. Okay. So, Kampfhose F. Boah. Oh geil, ich kann nicht mehr gestunt werden. Sollten wir vielleicht mal angucken, was die Dinger machen. Ich die einsetze. Ich will alles in einen Party reinkriegen, aber ich, so wie es ausschaut, kann ich dadurch nicht mehr so gestackt werden. Also, die schlagen mich und ich mache einfach. Interessiert mich doch nicht. War da eine Fliege? Jetzt noch Freezer und dann machen wir noch hier Dingens. Für die Meister hier, diese Dingens waren schon wieder irgendwas. Du hast bestanden. Trotz des spontanen Tests konntest du einen coolen Kopf bewahren. Gut gemacht. Was ist das denn? Das spüre ich. Ich freue mich darauf, deine Entwicklung mitzuerleben. Das ist für heute alles. Mach ein paar Übungen zum Abkühlen. Pass auf dich auf. Okay, jetzt kommt Freezer. Ja, warte. Ich weiß, es ist ein bisschen hektisch gerade, aber egal. Meine Güte, du lebst also auf diesem Planeten? Tja, wie schön, dich kennengelernt zu haben. Du hast echt Nerven, mit mir zu reden, obwohl du weißt, wer ich bin. Oder willst du mich in irgendwelche anderen Dinge belästigen? Bist du mit der Absicht gekommen, einer meiner Untergebenen zu werden? Hm, ja, wahrscheinlich. Ausgezeichnet. Ich mag es, wenn jemand weiß, wo sein Platz ist. Ah, da bist du ja. Ich kenne ja, dass du einen starken Wunsch hast, mir zu dienen. Ausgezeichnet. Trotzdem musst du eine einfache Prüfung bestimmen, wo ich dich aufnehme. Mit dieser Prüfung werden wir feststellen, ob du uns von Nutzen sein wirst. Bla bla bla, mach mich fertig. Todesstrahl. Da werde ich wahrscheinlich offscreen hier wieder Dragon Balls suchen. Falls ich Dragon Balls suchen muss, als nächstes für den Oberältesten. Und das wieder aus dem Weg räumen, dann habe ich wieder ein Level abbekommen, wahrscheinlich. Ja, Todesstrahl. Was, das waren mehrere. Ja, cool. Fertig. Bin ein bisschen überlevelt, habe ich das Gefühl, aber was soll's. Ich krieg sowieso wieder in der nächsten Sage auf die Fresse, habe ich das Gefühl. Oh, immer noch kein Level ab, aber gleich. Mal gucken, wie weit ich bei Tenshinhan Shippuden bin. Okay. 5 Minuten, komm, das schafft man noch. Okay, Pascha Freezer. Ja, da mache ich auch auf Screen, wenn das noch übrig ist, gleich. Sehr gut, scheinbar bist du besser, als ich erwartet hatte. Ich konnte deine Ausbildung meiner Männer anvertrauen, aber das wäre eine reine Verschwendung. Stattdessen werde ich dich selbst trainieren. Du scheinst bereit zu sein, alles zu geben, anders als manche andere Soldaten. So, jetzt müssen wir schon die erste oder zweite. Ja, die zweiten haben wir schon. Buff, buff. Dann nur noch 1, 2, 3, 6, 12, 13. Wo ist denn schon an? Der dauert noch eine Weile.
Weil da muss ich ja noch die ganzen Übungen machen. Da hat ja auch noch eine Ewigkeit. Okay. Jetzt für Krillin Milchlieferung machen, aber das ist auch, das ist alles immer so blöd abgetimt. Mir ist ja lieber, wenn da irgendwie alles bleibt, dann. Aber ist leider nicht so. Dann könnte ich dann Offscreen machen. Halt. Zwei Sachen. Pudding. Und dann schon dann, lass mal mit dir reden. Oh, du hast ein Hemd an. Lass uns reden, dann kriege ich auch ein paar Dinger. Ich sage schon, seit geborene Kämpfer, das war schon. Ein bisschen hochgegangen. Nö. Genau, machen wir diesen Test noch. Fortschrittstest. Du kannst jetzt einen Fortschrittstest ablegen. Wenn du den Test spielst, wird sich der Rang und du hättest Zugang zu anderen Ausbildern. Und dafür muss ich jetzt alle anderen Ausbilder erstmal kaputt hauen, ne? Son Gohan, Raditz, Nappa und Vegeta. Es ist irgendwie merkwürdig, dass Dragon Ball Super Vegeta da rumläuft. Sollte irgendwie so Majin Buu Vegeta oder so rumlaufen. Also der komplett im Blau, ohne Rüstung oder so. Hi, Buff. Hi. War ich doch locker fertig. Ich bin Level, was weiß ich. Boah. Auf. Ja, jetzt wo ich ein paar Kniffe weiß, das Spiel ein ganz klein bisschen einfacher. Was war Seele? Ist Saiyajin ein Krieger? Wird stärker, wenn ich Gegner töte. Hi, Raditz. Mir ist so eine Sache aufgefallen. Warum musste jetzt mal so eine Frage an die Fans der Serie? Was für einen Sinn hatte es, Raditz Son Gokus Bruder zu machen? Es hatte irgendwie gar keinen Sinn, ne? Ich meine, Raditz hätte auch irgendwie wie Nappa einfach so ein Saiyajin sein können, ne? Aber nein, die mussten aus Raditz Son Gokus Bruder machen. Das Nervige ist, der hat nichts mehr in der Serie zu suchen danach, nachdem er erledigt ist. Das finde ich jetzt irgendwie verschwendet. Ich weiß nicht, das ist irgendwie unnötig. Warum ist Raditz Son Gokus Bruder? Aber geht er, der macht mich jetzt platt. So. Weil, wenn ich die Abwehr gerade abbreche, von ich weiß, als man Gegner von hinten kontert, ich muss einfach nach hinten drücken und Viereck drücken. Oh nein, aber ich vermasselte trotzdem noch. Aber willst du so ein Spiel so richtig balancen? Hör mal gerade auf, habe ich halt überhaupt schon gesagt. Das Spiel ist irgendwie komisch gebalanced. Soll er irgendwie mehr gebalanced sein jetzt, aber wir haben selbst nur brokener gemacht. Bist du einmal vom Gegner weghauen, kann er dich unendlich mal weghauen. Das kriegst du 6. Weiß ich nicht. Aber ich will so ein Spiel so richtig balancen. Du kannst irgendwie viel zu viel in dem Spiel machen, so kampfmäßig. Ein bisschen unmöglich. So. Gut, dann würde ich sagen, was das für diesen Part? Wieder genug gemacht. Ja, ich weiß. Mache ich offscreen jetzt gleich. Du kannst jetzt unter euch bei neuen Ausbildern nehmen. Gut, dann würde ich sagen, ich bin Bart hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.